Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Kochen. Wie ihr wisst, beschäftigen wir uns im Moment ein bisschen mit der veganen Küche. Und ich möchte heute mein erstes veganes Backrezept ausprobieren. Dafür habe ich mir Hilfe geholt, und zwar das vegane Kochbuch von Stina Spiegelberg. Sie hat das Blog Vegan Passion und hat das gleichnamige Backbuch rausgegeben. Ich hatte das große Glück, sie in Berlin kennenzulernen. Und als sie mir von ihrem Backbuch erzählt hat, habe ich gleich gedacht, Mensch, da muss ich mal reingucken, weil mit veganen Rezepten kenne ich mich ja noch gar nicht so aus. Und heute möchte ich meinen ersten veganen Kuchen daraus backen. Und zwar habe ich mir einen ausgesucht. Da sind echt coole Sachen drin. Schokotorten, Cupcakes. Hier wird gut erklärt, wie Fondant zubereitet wird, verschiedene Mehlsorten, wie man Ei ersetzen kann und so weiter. Da habe ich mich schon so ein bisschen mit beschäftigt. Ich möchte heute eine Himbeermandeltorte machen. Dafür brauchen wir, ich lese es mal kurz vor, 260 Gramm Weizenmehl, Type 405, 50 Gramm gemahlene Mandeln, 120 Gramm Zucker, das steht auch hier alles schon, ein Päckchen Vanillezucker, ein Teelöffel Backpulver, ein halber Teelöffel Natron, 100 Gramm vegane Butter oder Margarine auf Zimmertemperatur, 160 Milliliter Pflanzendrink, da habe ich eine Dinkelmandelmilch ausgesucht, und dann noch vegane Butter, um die Form einzustreichen. Nachher kommt etwas Himbeermarmelade zwischen die beiden Kuchenschichten. Und das Ganze wird dann noch mit einer Schokoladenganache aus 100 Gramm Schokolade und 30 Gramm Hafercuisine überzogen und noch mit einem etwas mit Mandelstaub verziert. Dafür nehmen wir noch mal gemahlene Mandeln, Puderzucker und etwas Kakao. Wir legen jetzt einfach mal los, würde ich sagen. Und das Buch, das stelle ich mir hier hin. Hoch, machen wir mal Licht an. Das sollte jetzt gar nicht so schwer sein. Okay, das Buch will hier nicht stehen. Dann legen wir das jetzt hier hin und machen schon mal den Herd an, weil wir jetzt die Butter schmelzen. Ganz sanft, damit fangen wir an. Nicht so hoch die Stufe. So, und währenddessen mischen wir die anderen Zutaten schon mal in unsere Rührmaschine. Mehl, Mandeln, Zucker, Vanillezucker, Backpulver und Natron in einer Rührschüssel mischen. Das machen wir jetzt. Vanillezucker. Der Zucker auch, da muss ich noch mal nachgucken. Ja, Zucker auch. Backpulver und einen halben Teelöffel Natron. Das mischen wir jetzt. Das ist, bis es gut verteilt ist. So. Und unsere Butter zerläuft schon. Die wollen wir jetzt auch mit dem Pflanzendrink mischen. Die vegane Butter, die bekommt ihr in eigentlich jedem Bioladen, würde ich sagen. Das ist Butter oder Margarine, die aus Pflanzenfett besteht. Da könnt ihr wirklich alles nehmen, was ihr mögt. Meistens steht auch vegan drauf. So. Gleich ist es soweit. Ich möchte erst die Butter jedoch ganz zerlassen. Und ich hoffe irgendwie, dass ich damit nachhelfe. So, wir haben das Ganze vermischt. Und das kommt jetzt zu unserem Teig. Thank you.
So. Vermischt ist er. Fertig ist er. Und schmecken tut er auch. Ich habe hier die 80 cm Springform schon eingefettet. Man soll darauf achten, dass sie schön hoch ist. Ich hoffe, dass diese hier gut hoch genug ist, weil es ist die höchste, die ich habe. Und dann geht es in den Backofen für 50 Minuten bei 160 Grad Umluft. Den habe ich schon vorgeheizt. Jetzt führe ich das hier rein. Also der Teig haftet gut, auch ohne Ei, muss man schon sagen. Aber ist richtig schwer. Jetzt kommt er in den Ofen. Der Kuchen war jetzt ungefähr 50 Minuten im Ofen bei 160 Grad und er ist fertig. Ich habe ihn schon auskühlen lassen. So sieht er aus. Und damit er schön aussieht, haben wir jetzt ein kleines Projekt vor uns. Und zwar muss man oben die Kuppe abschneiden und wir schneiden ihn noch einmal durch, sodass er in der Mitte mit Marmelade gefüllt werden kann. Ich fange jetzt mal damit an, die Kuppe abzuschneiden und hoffe, dass es gut klappt. Ich habe es noch nie gemacht, ich bin so gespannt. Leider habe ich auch nicht das passende Gerät dafür. Es gibt ja so Tortenschneider und so. Das Messer muss es jetzt tun. Mal gucken, ne? Fangen wir mal an. Hier ist ein guter. Ja. Also es schneidet ganz gut. Also ich könnte es jetzt noch optimieren, aber Leute, ich habe so eine Angst. Ich lasse das jetzt lieber. Und jetzt schneide ich ihn in zwei. Ich hoffe, er bröselt nicht. Wie mache ich das am besten? Mache ich das so? Nee, irgendwie muss ich da reinkommen. Boah, der wirkt so instabil. Nicht zerbröseln, bitte zerbröseln nicht, lieber Kuchen. Oh, geschafft. Es ist nicht perfekt, aber er ist noch ganz. Das ist die Hauptsache. Derweil schmilzt sich die Schokolade ganz vorsichtig. Jetzt kommen die Himbeeren hier drauf. Beziehungsweise die Himbeermarmelade. Schön verteilen, damit es schön fruchtig schmeckt. Es ist dann die etwas saure Himbeermarmelade, ist dann ein toller Kontrast zu den süßen Mandeln. Und der Kuchen kommt wieder drauf. Oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt, zack, drauf. Gut, dass wir klebrige Himbeermarmelade dazwischen haben. Oh nein, er zerbröselt mir. Ich hätte wahrscheinlich weiter unten schneiden müssen. Aber das lösen wir gleich mit der Schokoladenganache. Hoffentlich hält die das alles zusammen. So. Schokolade ist geschmolzen, die darf nicht heiß werden, nicht kochen. Jetzt geben wir vorsichtig die Sahne dazu. So, wir haben die Sahne jetzt mit der Schokolade leicht verrührt. Die Schokolade ist ganz weich und die Sahne kommt dann dazu. Wichtig ist, dass die Sahne nicht kochen darf. Und jetzt geht es hier weiter. Unser Küchenlein. Er bekommt das Finish. Dazu legen wir aber erst was drunter. Weil jetzt die Schokolade dazu. Und so, es kommt noch gleich etwas Mandelstaub auf die Torte, damit man die ganzen etwas unebenen, bröseligen Flächen nicht ganz so sehr sieht. Das sieben wir jetzt auf die Torte. Ist gar nicht so hell wie gedacht.
Mandelstaub ist bei uns eher ein dunklerer Kakaostaub, aber das wird lecker schmecken, weil es natürlich noch mal eine zusätzliche Süße ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das an die Seiten bekommen soll, ehrlich gesagt. Falls da jemand eine Idee hat für meinen nächsten Kuchen, schreibt es gerne in die Kommentare. Also irgendwie, ja, wie macht man das wohl? Naja, auf jeden Fall haben wir es jetzt schon mal oben drauf. Ich werde euch noch zeigen, wenn der abgekühlt ist, wie der schmeckt und mein Feedback geben zu dem Kuchen. Dann seht ihr ihn auch von innen. Jetzt schneiden wir den Kuchen an. Ich bin ganz gespannt. Oh, wie Samt und Seide geht das durch. Ganz schön. Oh, die Konsistenz ist schon mal top. Kann ich schon mal sagen. Da ist er. Mein erstes Stück veganer Kuchen und ich finde, er sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt muss ich ihn natürlich auch probieren. War mir denn schon das Kuchengäbelchen? Nein, das war hier. Boah, lecker. Riecht super. Bin besonders auf die Konsistenz gespannt. Super. Das ist wirklich, die Konsistenz ist, wie sie sein soll. Leicht, aber auch nicht zu fluffig. Also ich würde da nicht rausschmecken, dass kein Ei drin ist und keine Milchprodukte. Also ist top abgepasst. Das ist ja, glaube ich, auch mal sehr wichtig bei veganen Rezepten, dass man sich wirklich genau dran hält, um eben die Konsistenz hinzubekommen. Also hierbei kann ich sagen, ist schnell gemacht. Ist super süß, lecker mit der Schokolade natürlich, sowieso total mein Fall. Probiert es aus, macht's nach und schreibt mir, wie es euch geschmeckt hat.